Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wir sind auf dem Rückweg von unserer kleinen ersten größeren Plündertour. Kleinen ersten größeren, Naja, ihr wisst schon. Wir waren plündern, haben ein paar sehr schöne, wichtige Dinge für den Anfang mitgebracht. Und ich wollte noch ein paar Dinge erzählen. Das mache ich gleich, ich töte erstmal ganz kurz hier jemanden hinterrücks. Das finde ich so cool mit dem Messer, das ist so geil und, zack. Na, ich dachte. Aber das ist auch okay. So ist das auch okay. So, was ich nämlich zeigen wollte, so. Hier sieht man A, wie viel Zombies ich schon getötet habe und doch B, wie lange ich schon überlebt habe. Und das hilft einem insoweit, dass man abschätzen kann, wo man zeitlich ist. Denn es gibt, soll zum einen die Sache ja natürlich geben, dass das Wasser und der Strom irgendwann abgeschaltet wird. Was natürlich nicht gut ist. Das heißt, man kann hier ein bisschen abschätzen, wie lange man schon gespielt hat, ob es wahrscheinlich ist, dass man demnächst den Strom ach, geil, stimmt, ich vergaß, wir haben hier die ganzen geilen Sachen, die ich noch überholen muss, cool. Machen wir auch gleich. Und zum anderen, es soll geben, Jahreszeiten. Und damit verbunden natürlich Einschränkungen wie Kälte zum Beispiel oder bestimmte Sachen wachsen nicht mehr. Was, das wird lustig, wenn ich dann irgendwann wirklich mal im Winter bin und nichts mehr wächst. Ach ja, apropos nichts mehr wächst. Kühlschrank. Da ganz viele ungekochte frische Sachen, die das Leben bunter machen. So, eine Banane. Haben wir eine Zitrone? Ja, machen wir eine Zitrone. Cool. Aber das bringt uns ja alles nichts. Dafür brauchen wir ja Landwirtschaft. 1000. Grob geschätzt, das kann da noch mit rein. Strawberry, das da. Der Sonat kann da auch mit rein. So, das wäre das. Und jetzt hier in das kommt der ganze Kram, den wir. Guck mal, das wird sortiert scheinbar. Warum habe ich hier eine Schrotflinte drin, ne? Warum? Hallo? Aber gar keinen Sinn. Wisst ihr nicht. Hä? Bin ich dumm? Ach, ich habe das hier reingepackt. Die Sojasauce, na dann. Kann ich die nicht? Ach, die wiegt 0,5. Na gut, egal. Eigentlich nicht, weil ich mich da vor den Kühlschrank stellen muss. Und ich habe keine Position, wo ich Kühlschrank und das bekomme. Okay, warte. Okay, weil, also. Wir haben noch ganz viele Dosen, die wir erstmal umsortieren. Der Donut kommt auch noch in den. So eine Dose. Denn ich muss leider wirklich hier ein bisschen umsortieren. Diese Folge kann ich gleich mal ankündigen. Wird etwas entspannter, so gehe ich mal stark davon aus. Denn ich werde mich darauf beruhen, nicht beruhen, sondern ich werde jetzt viel erstmal so umsortieren und die Sachen, die ich so habe, irgendwie anbringen. Das gehört aber immer halt dazu, dass man auch sowas macht. Denn Ordnung ist echt wichtig, dass man schnell alles findet. Wenn es Honig muss, gar nicht in den Kühlschrank, fällt mir gerade ein. Kochen für Anfänger. Ich kann mich leider nicht bewegen, während ich hier mich belese. Okay, das ist das alles, denn ich möchte jetzt hier die Dosen umsortieren. Und zwar einer. Dann kann ich nämlich hier noch die Zutaten drin haben, zum einen in den Dosen, aber auf der anderen Seite habe ich Platz, um mein Werkzeug dort reinzupacken, also Kochtöpfe und alles sowas. Wenn ich hier immer nur so zwei Dosen von allem drin habe, dann habe ich trotzdem immer noch die Zutaten, ne? So ist die Planung. Theoretisch. Gut, dann kann jetzt hier rein, was haben wir? Also, die Bratpfanne. Können wir nämlich auch gleich mal gleich kochen. Den Bräter, Buddha-Messer, Dosenöffner, ganz, ganz wichtig. Dry Pasta auch. Nee, das Fischen für Anfänger nicht. Die Erdnussbutter kann da auch mit rein. Die Gabel. Der Honig. Der Entsafter. Sehr schön. Kochtöpfe.
Küchenmesser, Löffel, Mortal-Pester, Muffin-Pen, Nudelholz. Die Pinzette natürlich nicht, das auch nicht. Das Salz aber, die Tasse natürlich auch gerne, die Schüssel. Und das hier noch. So, dann kommt jetzt hier die Dosen rein. Theoretisch, so dachte ich. Aber dem ist nicht so, denn es ist kein Platz für alle Dosen. Gucken wir mal, wie viel da wirklich reinpasst. Hier, die Dose mit Suppe passt doch da noch mit rein. Genau, guck mal. Jetzt kommt nämlich hier. Wobei, jetzt kann ich doch natürlich, weil ich ja so viele Dosen habe, die Dosen hier hinten rein sortieren. Weil wozu sollen die sonst bitte hier hinten sein? Machen wir das doch so, dass hier die überflüssigen Dosen sozusagen reinkommen. Der Whisky kommt dahin, wo unsere Medikamente sind. Haben wir hier noch, wir haben noch Antidepressiva. Haben wir hier noch irgendwas? Das hebe ich mal lieber auf. Gott, was wir noch alles haben. Die Pinzette nehmen wir auch auf. Der Rotwein kann natürlich noch mit nach da hinten. Wir haben noch so viel Kram, meine Güte. Was? So, da muss noch die trockenen Rahmennudeln. Das erhalten wir hier. Dosen mit Bohnen. Dann gekocht ist da. So. Bücher, Fischen, Kochen für Anfänger. Lese ich gerade. Magazine. Musiktextbuch werde ich mir gleich mal in den Kopf hauen. Und Zeitungen. Das Musiktextbuch kann hier wieder rein. Ach ja, die Schrotflinten. Wir haben hier jetzt noch eine. Die kommt da mit rein. Wir nehmen die halb kaputte. Die nehmen wir weiterhin mit. Die Road Flare, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Flare Guns sind natürlich, also Flare sind natürlich immer ganz cool. Bringen mir aber sicherlich auch nicht unendlich viel. Also es wird sicherlich gut sein, um abzulenken, um Zombies von sich irgendwie wegzukriegen, wenn denn doch mal was losgeht. Was geht los da rein? Okay. Nee, der Regenwurm. Nein, der Regenwurm. Kommt damit hin. Der Tollpanda kommt auch damit hin. So. Was haben wir hier drin? Auch ein paar lustige Sachen. Nein, den Tollpanda. Doch, das kennst du Spiffo, deswegen. Wieso habe ich denn hier immer noch Sachen, die ich da oben nicht reingepackt habe? Meine Güte, wie unkonzentriert bin ich denn? Hatte ich jetzt, wie es erzählt, ich glaube, das hatte ich erzählt mit den, ne? Mhm. Ja, hatte ich erzählt. Jahreszeiten und so. Ich habe ein Klavier, kann ich Klavier spielen? Nein, wieso kann ich denn das nicht spielen? Na gut, dann nicht. So, hier noch ein Regenwurm. Ich brauche die Nägel. Ich brauche Nägel. Wo sind Nägel? Hämmer, geh weg. Ich brauche Nägel, denn wenn ich jetzt hier gleich die Sachen anbringe, die Laken an die Fenster, hier zum Beispiel. Laken anbringen. Vorhänge zuziehen. Laken anbringen. Vorhänge zuziehen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich hätte nicht gewusst, ob ich da Nägel für brauche, um die da anzubringen. So. Hier ist alles zu und dicht. Hier ist kein Fenster drinne, das ist zugezogen. Das ist zu. Hier ist nichts, das ist zu, sehr schön.
Und jetzt noch hier gucken, das ist auch zu. Klasse. Damit haben wir alle zu, alle Fenster. Mir ist langweilig, ich habe Hunger. Eine Packung Chips. Und ich bin müde. Ja, ja, ich weiß. Aber da müssen wir noch gerade ein bisschen durch. Das hier ist die... Genau, das hier ist die. Da muss der Ice Cream Scoop noch hin. So, wie sieht's hier aus? Wir haben Chips. Die Chips. Wir haben ja ganz viele Chips. Ich möchte eines davon mal verwenden für die... eins der leeren. Dann nehmen wir das so. Für das hier, da kommt jetzt auch noch gleich der... Was war das denn gerade? Der... Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Die Kelle. Wir hatten noch eine Kelle. Da. Die Kelle kommt damit hin. Brauchen wir noch irgendwas davon? Nee, ne? Nee. Die Bretter nehmen wir noch mit. Dann können wir nämlich noch weiterfahren. Barrikadieren. Okay. Nee, wo ist es da? Da kommt die Kelle mit hin. Hier. Da, die Schmerztabletten kommen da mit rein. Die Wattebällchen kommen da mit rein. So. Was haben wir denn hier noch, was wir jetzt nicht brauchen? Wir brauchen nicht so viele Chips. Ganz ehrlich, braucht kein Mensch so viele Chips. Die kann hier mit hin. Der Rotwein, die Wunderkerzen können wir auch mit rüber. Die Wunderkerzen können hier hin. Den Metalldetektor möchte ich noch mitnehmen. Der Rotwein... Na, lässt mich mal durch. Der Rotwein... kommt erstmal noch mit hier hin. Okay, so. Das bedeutet schon mal ein bisschen mehr. So, und jetzt fangen wir an, hier alles zu barrikadieren. Das ist schon... barrikadiert komplett. Sehr schön. Hier können wir noch eine... Ach, ich bin noch doof. Oh, die Bretter natürlich im Inventar. Inventar. Ich finde diese Trennung sehr schön. Sehr schön. Alter. Ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, ich kann noch weiter verbarrikadieren. So, verbarrikadieren. Denn je mehr von diesen... Also das kann ich auch mal sagen. Es ist so, dass Fenster und Türen funktioniert es so, dass die eine gewisse Menge an Stabilität selbst bieten. Und je mehr von diesen Brettern ich dort dran bringe, desto stabiler werden die. Und das geht so weit, dass die später, glaube ich, wirklich einen ganzen Tag aushalten. Also ein Zombie kann da einen Tag lang drauf rumhämmern, bevor es... kaputt geht, bevor dort dann die Zombies durch die Wand brechen können oder durch das Fenster. Weswegen es sich auf jeden Fall lohnt, die Sachen zu verbarrikadieren. So. Dann nehmen wir uns noch Chips mit. Essen nochmal Chips. Ich muss das Buch noch fertig lesen. Wo ist denn... Wieso habe ich denn den nicht mehr... Warum packt er den immer... Meine Güte. So. Lesen. Das müssen wir noch fertig lesen hier. Ja, uns ist langweilig. Mir ist das bewusst. Aber das Buch muss gelesen werden. Vorher macht es keinen Sinn, groß zu kochen. Es macht natürlich schon Sinn. Also, ich habe jetzt schon einen Multiplikator von 1,8. Es ist natürlich ganz nett und so, aber mehr ist immer besser. Ja, ja, die ist ganz so langweilig. Aber keine Sorge. Wir... tun gleich was gegen die Langeweile. So, wie sieht's aus? Wir haben es fast komplett gelesen. Eine Seite fehlte noch. Dann rüsten wir dich primär aus. Und gegen die Unglücklichkeit würde ich sagen, tun wir was mit einem Schlückchen Rotwein. Okay, das hat gegen die Unglücklichkeit nur bedingt geholfen, nämlich gar nicht. Ach nee, ist ja gelangweilt. Ach, jetzt habe ich hier... Was wollte ich? Ach, kochen für Anfänger, wegpacken. So. Leiche nehmen. Kann ich noch eine Leiche nehmen? Nein, natürlich nicht.
Es passt nur eine Leiche in die Tasche, Tasche, Tasche. Ich hoffe, draußen ist es ruhig. Nein, es ist nicht. Ablegen? Primär ausrüsten? Hallo, Madame. Können wir Ihnen helfen? Weg! $100, geil. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die alle hinsortiere eigentlich. Da unten ist schon wieder jemand. Oh. So viele Zombies hier. Und schon ist übrigens jetzt nicht mehr langweilig. Kann ich nicht irgendwie die auch rausziehen? Kann ich die nicht alle mit einem Seil aneinander knoten und dann... Mann, das sind so viele, hallo? Ja, meine lieben Freunde, das wird die nächste... Das werde ich, glaube ich, diese restliche Folge noch machen und dann, glaube ich, auch noch offscreen vielleicht mal gucken. Nein, ich möchte nicht in den Behälter legen. Ausziehen. Ablegen, also, ihr wisst schon. Aber das ist wichtig, dass ich mir, weil ich nicht weiß, ob die nicht irgendwann wieder aufstehen. Und das wäre sehr, sehr unschön, wenn die irgendwann wieder aufstehen. Das muss ich absolut nicht haben. Deswegen ich die jetzt hier alle sortieren möchte. Weil, ja, ich glaube, es ist sogar jetzt möglich, eine Art Scheiterhaufen zu bauen, um die Leichen zu verbrennen. Das möchte ich dann nämlich auch nochmal probieren. Um die hier alle wegzubekommen. Um die wirklich zu entsorgen, um wirklich sicher zu gehen, dass sie nicht mehr hier wiederkommen. Das Blut kriegen wir, glaube ich, nicht weg. Das liegt da jetzt am Boden, sozusagen. Das ist dann halt so. Aber so, dieser Raum ist sauber. Und da kommt schon wieder jemand, den müssen wir gleich mal vom Kopf hauen. Du bist mir nämlich ein Stück zu nahe gekommen gerade, Madame. $50. Weil ich kann es echt nicht gebrauchen, wenn wir jetzt hier noch mehr Zombies in der Nähe haben. Da muss ich wirklich sagen, fehlt mir ein bisschen die Lust zu. Kurz mal umgucken. Nee, das da. Ablegen. Ist übrigens eine Sache, wo ich ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal in der Zombie-Apokalypse wäre, wo wir alle nicht überleben würden, alle, die wir hier sitzen und uns das angucken oder spielen, würden vermutlich nicht in einer Zombie-Apokalypse überleben. Wir werden somit die ersten Opfer, also die zweite, die dritte Stufe von Opfern, denn die erste Stufe sind natürlich die Ersthelfer, das heißt Polizisten und Ärzte, die hingerufen werden, wenn dort ein Wahnsinniger, damit fängt er an, das hatte ich ja, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt, was die ersten Anzeichen davon, dass ein Zombie-Apokalypse ausbricht, sind, Wahnsinnige greifen Passanten an und beißen sie. So. Zu diesen werden natürlich Polizisten gerufen, die diese Leute festnehmen sollen und einsperren. Und Ärzte, die die Leute verarzten sollen, die dort gebissen wurden. Oder halt dann, wenn die Leute, die gebissen wurden, in Krankenhäuser eingeliefert werden und dort denn behandelt werden sollen. Das sind natürlich Krankenschwestern, Ärzte, Pfleger, alle, die dort arbeiten in Krankenhäusern. Das sind so die erste und zweite Instanz von Infizierten. Erste Direkthelfer, Polizei, Feuerwehr, solche Sachen. Zweite Stufe, medizinisches Personal in jeglicher Hinsicht. Muss ja nicht nur ein Arzt sein. Und erst dann geht es los, dass dann solche Sachen wie, je nachdem, andere Patienten in dem Krankenhaus oder vielleicht halt oder direkt die Leute, die gebissen wurden, natürlich. Und dann
schon dünn. Würde ich sagen. Ja. Und dann geht's auch langsam an alle anderen. Das sind dann nicht nur Menschen, das sind dann auch vielleicht wir Kaninchen. Wobei da natürlich mal die Sache ist, in solchen Zombiespielen hat man ja schon häufig gesehen, dass Tiere, also nicht Menschen, noch normal sind. Also zombifizierte Kaninchen und Hunde sieht man selten. Außer in Resident Evil, da gibt es natürlich schon die Hunde. Diese und die, aber das ist ja wieder, naja. Wie dem auch sei, ich werde mich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen damit befassen, die Leute hier rauszuholen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns überlegen, wie wir beim nächsten Mal die irgendwie wegkriegen. Ich mache aber dann auf jeden Fall noch eine Aufnahmepause. Das ist genügend gespielt fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe noch rein, mache die Tür zu und sag dann auf Wiedersehen. Tschüss.